Hallo, da sind wir wieder. Und zwar heute mit einer Verköstigung von Travel Lunch. Probieren wir mal Pasta mit Bolognesensoße. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt mal Sachen verköstigen, weil wir jetzt demnächst auch wandern gehen. Und das Interessante für die, die wandern, ist eben, was kann ich mitnehmen für einen Notfall, was vielleicht auch nicht viel wiegt, was aber trotzdem satt macht. Und wir dachten uns, Nudeln mit Bolognese-Soße isst Emma gerne als Kind, essen wir gerne. Und ja, es macht satt. Die Packung kostet 6,45 Euro. Dafür bekommt man 50% Nudeln und knapp 8% Rindfleisch. 125 Gramm Gewicht. Das geht, also es ist leicht. Die Zubereitung ist eigentlich ganz einfach. Man macht den Beutel auf, dann füllt man heißes Wasser rein, rührt um, macht den Beutel ein bisschen zu, wartet und dann hat man gekocht. Man hat pro 100 Gramm 383 Kilokalorien zu sich genommen. Ist vielleicht für die einen oder anderen, die wirklich wandern gehen und wirklich viel draußen sind, auch ganz interessant. Wir bereiten das jetzt mal zu und dann lassen wir es uns schmecken. Ich habe die Packung von Travel Lunch jetzt mal gerade aufgerissen und mal hier reingucken. Riecht ganz gut, muss ich sagen. Da kommen jetzt rein 380 Milliliter Wasser. Ja. So, soll ich das mal reingießen? So, danke schön. Hier habe ich den Löffel mit Schnee dran. Ah, er ist überall. Das ist wie Sand. Und ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen umrühren. Das Schöne ist, wenn man die Packung unten auseinanderzieht, hat man da so eine Art Fuß. So. Und dann müssen wir ganze 5 bis 10 Minuten warten. Daher, dass wir Schnee haben, vermute ich, es sind eher 10 Minuten als 5 Minuten. Aber naja, die Zeit läuft. Das Interessante ist auch, hier ist wieder so ein Zip-Verschluss. Aber die drehen das auf dem Bild quasi ein. Das heißt, ich mache jetzt den Zip-Verschluss zu und dann stellen wir es zum Ruhen auf Seite. So, ich habe Hunger und das Essen von Travel Lunch müsste jetzt fertig sein. Das gucke ich mir jetzt mal an. Das ist sauflüssig. Ich rühre das mal um. Und hole mal einen Löffel raus. Also hier seht ihr, wie flüssig das eigentlich ist. So sieht das Essen aus. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es schmeckt. Die Nudeln sind noch nicht gar, das Essen ist schon kalt. Vielleicht sind die Temperaturen ein bisschen zu kühl. Ich muss sagen, geschmacklich ist es okay. Man kann es wirklich essen. Also es ist einfach gehalten. Für den Preis von 6,45 Euro. Ja, es ist okay, aber für 6,45 Euro, zumal wir zu dritt sind, würde ich dann lieber, wenn wir heißes Wasser warm machen müssten, gerade Nudeln ins Wasser schmeißen und ein bisschen Tomatenmark etc. dran machen. Ja, so ist es in Ordnung. Also Preis-Leistung, Kalorienangabe, würde ich sagen, ja, mittelmäßig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!